Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte, willkommen zu meinem Video mit dem Thema Die Anfänge der Gotik. Als Titelbild habe ich hier das Ulmer Münster ausgewählt. Es ist ja keine frühe gotische Kirche, im Gegenteil, es ist eine spätgotische Hallenkirche. Ich habe es dennoch ausgewählt, weil dieses Gebäude für mich mehr als jedes andere gotische Gebäude das Wesen des Baustils Gotik ausdrückt. Es ist einfach eine einzige aufstrebende architektonische Masse. Es wird natürlich sehr unterstützt durch diesen sehr dominanten, durch diese sehr dominante Einturmfassade. Wenn man also zum Beispiel vom Bahnhof auf diesen Platz tritt, dann sieht man die Kirche genauso mit dieser Dreivierteltotale, und durch diese perspektivische Wirkung kommt es mir also immer vor wie ein Tiger, der gerade dabei ist, zum Sprung anzusetzen. Es ist also ein sehr, sehr dynamisches Kunstwerk und es gefällt mir sehr gut. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt. Ich habe an der Universität Stuttgart studiert. Mein wichtigster Architekturgeschichtelehrer war der Professor Antonio Hernandez. Er ist leider im Jahr 2012 verstorben. Man sieht ihn hier auf diesem Foto umringt von seinen Mitarbeitern in der Mitte während eines Ausflugs des Instituts für Architekturgeschichte, und zwar vor dem Portalgebäude der Saline in Arc-et-Senon. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Meine Liebe zur Gotik habe ich in diesem Gebäude entdeckt. Das ist die Kathedrale Santa Maria del Mar. Es gibt auch einen sehr schönen Roman, der um diese Kirche handelt. Die Kathedrale des Meeres von Ildefonso Falcones kann ich also auch nur sehr empfehlen. Wenn man in die Kirche hineintritt, dann eröffnet einem sich dieses Bild hier. Es ist also auch eine spätgotische Hallenkirche. Hallenkirche in diesem Sinne heißt einfach, die Seitenschiffe haben die gleiche Höhe wie das Mittelschiff. Im Gegensatz zur Basilikalkirche, bei der das Mittelschiff höher ist als die Seitenschiffe. Wenn man die Leute auf der Straße fragt, was ist das Wesen der Gotik, woran erkennt man sie, dann bekommt man normalerweise als Antwort immer Spitzbogenfenster. Ich möchte mal dazu sagen, nein, mit der Erklärung, etwas überspitzt ausgedrückt könnte man sagen, das Vorhandensein eines Spitzbogenfensters schließt es nicht aus, dass das zugehörige Gebäude während der Gotik erbaut wurde. Warum das so ist, das werde ich in dem folgenden Video darstellen. Was also gehört zur gotischen Architektur, woran erkennt man sie? Nun, es sind genau drei Elemente, die per Definition zusammenkommen müssen. Das ist einmal das sogenannte Kreuzrippengewölbe. Zweitens ist das Strebewerk, also Strebebögen oder Strebepfeiler. Und drittens ist das Triforium. Warum ist diese Definition so gelagert? Ich würde mal sagen, man hat das so gewählt, damit man die Ursprünge der gotischen Architektur in Frankreich verorten kann. Wenn man sich von dieser Definition ein bisschen loslöst, und das werden wir auch sehen im Verlauf dieses Videos, dann kann man auch durchaus auf die Idee kommen, dass gar nicht die Franzosen eigentlich die Erfinder der gotischen Architektur sind. Arbeiten wir mal die drei Punkte durch. Was ist ein Kreuzrippengewölbe? Fangen wir damit an. Das Foto hier, das zeigt also den Innenraum des Doms zu Speyer. Das ist natürlich keine gotische Kirche, das ist eine romanische Kirche. Man sieht hier ein Kreuzgratgewölbe. Ich möchte es kurz erklären, was das ist. Man sieht eine Längstonne, die in regelmäßigem Abstand von Quertonnen durchdrungen wird, verschnitten wird. Und an diesen Schnittlinien bilden sich immer diese Grate, diese in Kreuzform angelegten Grate, weswegen diese Gewölbeform auch ihren Namen erhalten hat, das Kreuzgratgewölbe. In der Romanik, wie auch in diesem Fall, hat man ja mit Rundbögen gebaut, und der Rundbogen hat einfach die geometrische Eigenschaft, dass die Höhe immer genau die Hälfte der Stützweite ist. Und das muss ja sowohl in Querrichtung als auch in Längsrichtung so sein, damit die beiden Bögen an ihrem höchsten Punkt dieselbe Höhe haben. Weswegen automatisch bei ganz typisch eben für romanische Kirchen diese quadratische Grundrissformen, also die ganzen Gewölbezellen, die aneinandergereiht sind, haben alle quadratische Grundrissformen, weswegen das so ist. Das ist in der Gotik nicht mehr so. Das sehen wir auf dem folgenden Foto hier. Das ist die Kathedrale von Salisbury.
Man sieht hier im Grunde genommen auch diese Durchschneidung von dieser Langhaustonne mit diesen Quertonnen. Aber die Grate sind jetzt durch eine Rippe verziert oder mit einer Rippe versehen, weswegen man diese Gewölbeform eben Kreuzrippengewölbe nennt und in ihrer Erscheinungsform eben dann auch gotisch ist. Man sieht aber noch was anderes, eine ganz wesentliche Eigenschaft, und jetzt kommen wir wieder auf den Spitzbogen zu sprechen. Man sieht hier, dass die Grundrissform dieser einzelnen Gewölbefelder eben nicht mehr quadratisch ist. Und das kommt daher, dass der Spitzbogen, der setzt diese Regel außer Kraft, dass die Spannweite immer das Doppelte der Höhe betragen muss, wie das beim Rundbogen war. Also ich kann den Spitzbogen so bauen mit Spannweite und Höhe, wie ich ihn haben will. Deswegen bin ich bei den querliegenden Tonnen und bei der Längstonne nicht mehr darauf angewiesen, dass sie einen quadratischen Grundriss haben. Ich kann diesen Grundriss dieser einzelnen Gewölbezellen rechteckig machen, genau genommen. Ich kann ihn querrechteckig machen, was also viel größere Gewölbespannweiten erlaubt, wie in der Romanik das noch üblich war. Hier in diesem Fall sieht man ein vierteiliges Gewölbe. Man sieht also, bei jedem Kreuzungspunkt gehen genau vier von diesen Kreuzrippen los. In dem folgenden Bild, das ist die Kathedrale von Beauvais, sieht man das Beispiel eines sechsteiligen Gewölbes. Also man sieht, dass an jedem Kreuzungspunkt eben genau sechs von diesen Kreuzrippen losgehen. Es ist übrigens ein fantastisches Bild, was einfach von unten gegen die Decke aufgenommen wurde. Man hat also das Gefühl, dass dieses Deckengewölbe dort oben schwebt nur auf diesen Glasfenstern. Das ist also für mich ein Grund, weswegen die Gotik einfach ein unglaublicher Baustil ist und ich das also sehr gerne mag. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das sind die Strebewerke. Man sieht hier auf dem Detailfoto der Kathedrale von Chartres, wie Strebebögen seitlich an das Langhaus angebaut sind. Das kommt einfach daher. Im Vergleich zur Romanik, es werden in der Gotik die Mauern immer höher, es wird immer filigraner gebaut, die Wände werden auch aufgelöst in viel größere Fensterflächen und können daher die starken Horizontalkräfte durch das darüber liegende Gewölbe nicht mehr abfangen. Deswegen muss man außen an diese Kirchenschiffe diese Strebebögen anmauern, die einfach die Horizontalkraft dann abfangen und ins Erdreich ableiten können. Auf dem nächsten Foto sieht man von derselben Kirche, auch von Chartres, diese Strebebögenkonstruktion von unten, und man kriegt also einen Eindruck, was das für mächtige architektonische Elemente ist und wie viel Kraft also tatsächlich notwendig ist, um diese Horizontalkräfte, die aus den Gewölben in die Außenwände gehen, abgeleitet werden können. Auch auf diesem Foto, das ist der Kölner Dom, sieht man diese Strebebögen, die also ringsrum um das ganze Gebäude, Langhaus, Querhaus, Chorraum, die gesamte Kirche wird von diesen Strebebögen eingefasst. Das hier, das ist die Martinskirche in Landshut. Sie ist nicht ganz so spektakulär. Es sind auch keine Strebebögen, sondern es sind jetzt Strebepfeiler, weswegen man auch diese ganzen Konstruktionselemente zusammenfasst unter dem Begriff Strebewerk. Das war der zweite Punkt. Kommen wir zum dritten Punkt. Das ist das Triforium. Nun, man sieht hier eine Aufnahme einer Seitenwand des Langhauses der Kathedrale von Chartres von innen. Und man sieht einen dreigeschossigen Aufbau. Ganz unten, das sind die Arkaden der Seitenschiffe. Ganz oben mit diesen blauen Fenstern versehen, mit diesen kobaltblauen Chartres-Fenstern, das ist der sogenannte Obergarten. Und dazwischen dieser Fries von Maueröffnungen, wo immer vier Öffnungen zusammengefasst sind, das nennt man das Triforium. Das Triforium verdeckt das Dach des Seitenschiffes, was ja seitlich an das Mittelschiff angebaut ist. Und in diesem Bereich, wo das kleine Dach über dem Seitenschiff ist, da können ja keine Fenster sein. Und da wird auf der Innenseite dann dieses Triforium angebracht. Laut Definition ist das also auch ein ganz wichtiger Bestandteil der gotischen Architektur, nämlich der dritte von den drei genannten. Aber ich versuche ja in diesem Video, mich einmal von dieser strikten Definition etwas loszulösen, genau wie von dem Element der Strebebögen. Ich konzentriere mich mal ein bisschen auf die Kreuzrippengewölbe.
wo finden wir die ältesten Kreuzrippengewölbe? Schauen wir mal nach England. Das hier ist also die Kathedrale von Durham. Sieht natürlich noch nicht sehr gotisch aus, ist auch in seinen Ursprüngen noch ein romanisches Gebäude. Hier sieht man den Grundriss, also ein ganz typisch englischer Kirchengrundriss, ist eher ungewöhnlich für Mitteleuropäer. Dies ist eine Aufnahme des Innenraumes. Man sieht auch hier Kreuzrippengewölbe. Allerdings sind diese Kreuzrippengewölbe wesentlich später gebaut worden. Die sind aus dem 12. Jahrhundert. Die ältesten Kreuzrippengewölbe in diesem Gebäude befinden sich in einem der Seitenschiffe. Leider habe ich kein Foto gefunden, wo man die sehen kann, aber sie sehen auch nicht viel anders aus. Sie sind einfach nur kleiner. Es gibt übrigens einen sehr schönen Roman, der genau in dieser Zeit spielt. Der heißt Die Säulen der Erde von Ken Follett. Den haben bestimmt schon ganz viele Leute gelesen. Wenn nicht, dann kann ich es wirklich empfehlen. Ken Follett beschreibt also sehr schön den Einzug der modernen Architektur in England. Das hieß damals ja noch nicht Gotik. Man hat einfach von der modernen Architektur gesprochen in dieser Zeit. Es gab aber noch andere Kirchen, die Kreuzrippengewölbe hatten. Das ist also, die stehen in der Provence. Das eine ist die Saint-Étienne de Caen. Die wurde von, ich kann leider nicht Französisch, die wurden von Wilhelm dem Eroberer gestiftet, gebaut zwischen 1060 und 1090. Wurden dann zunächst mit einer flachen Holzdecke und dann 1120 bis 1125 wurden die mit einem Kreuzrippengewölbe versehen. Das eine ist die Saint-Étienne-de-Caen und das andere ist das Frauenklöster Saint-Trinité. Das wurde gestiftet zur selben Zeit von Mathilde von Flandern. Das ist ja die Ehefrau von Wilhelm dem Eroberer gewesen. Man sieht hier von der ersten dieser beiden Kirchen den Grundriss. Man sieht hier sechsteilige Gewölbe im Hauptschiff, vierteilige Gewölbe im Chorraum. Hier eine Innensicht schon mit den später dazu gebauten 1120 bis 25 später dazu gebauten Kreuzrippengewölbe. Das ist eine Ansicht des Chorraums, Innenansicht. Man sieht es an den vierteiligen Gewölben. Das ist die andere der beiden Kirchen, die Trinité, das Frauenkloster. Einmal eine Außenansicht, hier auch eine Grundrissansicht. Man sieht auch wieder sechsteilige Gewölbe im Hauptschiff und vierteilige Gewölbe im Chorraum. Auch hier noch eine Innenansicht. Man sieht also hier im Langhaus das sechsteilige Gewölbe. Allerdings, wie gesagt, aus dem Jahr 1120, 1125, also rund 20, 25 Jahre später als die Kathedrale, als die Kreuzrippengewölbe der Kathedrale von Durham. Nun, diese Kirchen wurden alle von den Normannen gebaut, von also Wilhelm dem Eroberer und seinen Nachfolgern bzw. dessen Baumeistern. Wer sind die Normannen? Die Normannen sind Wikinger. Deswegen zeige ich Ihnen auch diese Karte hier. Man sieht also die violett eingefärbten Bereiche hier um Skandinavien. Das sind die ursprünglichen Siedlungsgebiete der Wikinger. Und die blau eingefärbten Zonen, auch die Seewege sind hier in blau eingezeichnet, das sind die Eroberungszüge der Wikinger. Die Wikingerzeit, also 8. Jahrhundert bis 11. Jahrhundert, die haben sich auch in der Normandie angesiedelt. Das hat der französische König erlaubt, allerdings mit der Auflage, dass die dort angesiedelten Wikinger, die Normannen, dann Frankreich vor weiteren Wikinger-Überfällen schützen sollten. Deswegen heißt dieser Landstrich auch die Normandie letzten Endes. Die Wikinger sind auf ihren Streifzügen nicht nur bis Amerika gekommen, sondern sie sind auch im Mittelmeer gewesen. Sie hatten auch Kolonien, weiß ich nicht, ob man das so nennt, in Italien gebaut. Und sie sind vor allem auch bis in die islamische Welt vorgestoßen. Warum ich das so wichtig finde, kommen wir gleich noch zu. Was sehen wir hier? Das ist also ein Wikingerschiff, ein Gerippe, ein Überrest, was man irgendwo gefunden hat, weswegen ich das Bild zeige. Man sieht also, dass dieses Schiff auch mit diesen Rippen gebaut wurde. Im Bootsbau nennt man das Spanten. Auf diese Spanten wird dann auf der Außenseite die Planken draufgebracht. Und man kann sich also eigentlich vorstellen, dass dieses Schiff, wenn man es nimmt und umgekehrt auf die Kirche drauflegt, könnte also funktionieren, wie wenn das Dach dieser Kirche wäre. Man spricht ja auch von einem Kirchenschiff. Die Wikinger waren eben Bootsbauer
Und als Sie diesen schweren romanischen Kirchen gesehen haben, haben Sie bestimmt gedacht, das kann man doch auch einfacher machen und haben sich überlegt, wie Sie Ihre Schiffe bauen und haben das dann in Stein umgesetzt. Das ist also eine Theorie, eine Vermutung, eine Idee, die mir sehr gut gefällt, wäre auf jeden Fall sehr logisch. Die Wikinger haben aber auch noch was anderes gemacht. Ich hatte ja erwähnt, dass sie also bis in den arabischen Raum vordrangen. Und man sieht also, hier gibt es, hier auf dieser Seite finde ich einen Aufsatz mit dem Titel Der Spitzbogen und sein arabischer Ursprung. Das würde also auch bedeuten, dass die Wikinger auch den Spitzbogen aus dem arabischen Raum in die Normandie und nach England gebracht haben und diese ganzen Elemente in ihrer neuen normannischen Architektur, die also in England ihre Anfänge nahm, auch in der Normandie, dann verwirklicht hat. Man sieht hier also ein Foto von einem islamischen Spitzbogen. Das ist das Grabmal von Iltutmitsch. Das ist zwar wesentlich später gebaut, 1236, es ist aber durchaus auch so, dass die Spitzbogenarchitektur viel früher im islamischen Raum stattgefunden hat. Man müsste das eben jetzt nochmal genauer untersuchen. Jetzt gibt es aber auch noch in anderen Kirchen frühe Kreuzrippengewölbe. Das hier kommen wir zurück zum Dom von Speyer. Das ist also eine Außenansicht des Doms von Speyer. Das ist natürlich, wie schon erwähnt, eine romanische Kirche. Vorhin haben wir das Langhaus gesehen mit seinem Kreuzgratgewölbe. Hier können wir also einen Blick in das Querschiff erhaschen. Man sieht in der Mitte, das ist der Vierungsraum mit seinem Gewölbe. Und am Ende in den Langhäusern sehen wir aber jeweils auch Kreuzrippengewölbe. Und das wurde gebaut, ich glaube 1089 wurde von Heinrich IV. Also der Dom von Speyer wurde ja von den Salierkönigen gebaut ab 1025, von Konrad II. Angefangen. Und Heinrich IV. Hat dann in seiner letzten Ausbaustufe 1098 dieses Querschiff gebaut, also auch noch im Verlauf des 11. Jahrhunderts. Und es ist ja das größte Kirchengebäude der Welt gewesen. Es ist auch das größte Kreuzgratgewölbe nördlich der Alpen gewesen. Und wir erinnern uns ja an die Geschichten von Heinrich IV. Er wollte sich ja etwas unabhängiger machen vom Papst. Er wollte als König von Gottes Gnaden auch von seinem Recht Gebrauch machen, Bischöfe in seinem Land, in seinem Reich einzusetzen und wieder zu entlassen. Das hat dem Papst ja nicht gefallen. Deswegen hat er ihn exkommuniziert. Sie kennen alle die Geschichte, Gang nach Canossa, Investiturstreit. Als solcher ist er in die Geschichte eingegangen. Danach ist ja das Heilige Römische Reich fast zerfallen, also in bürgerkriegsähnliche Zustände. Nur, was ich erwähnen möchte, also auch ein sehr frühes Beispiel eines Kreuzrippengewölbes. Wie kommt das in diese Provinz hier nach Speyer? Ich vermute mal, dass es natürlich irgendeine Art von Technologietransfer gab. Natürlich gab es da Verbindungen. Die haben ja zum Teil auch die gleichen Frauen geheiratet. Ich habe das auch mal studiert. Ich habe leider die ganzen Namen wieder vergessen. Gut, also all das, was ich bisher erklärt habe, ist ja weit vor, also sagen wir mal 50 Jahre, 45, 50 Jahre, passiert, bevor die ersten gotischen Kirchen in Frankreich gebaut wurden. Also wir sehen hier ein Foto der Kirche von Saint-Denis, erbaut von Abt Suger ich muss nachgucken, ich glaube 1137 bis 1140 von Abt Suger. Hier also ein Foto von der Außenansicht. Hier, das ist ein Gemälde von der Innenansicht. Das Gemälde kommt allerdings aus dem 19. Jahrhundert. Es ist von Émile Pierre Joseph de Couvert. Der hat gelebt 1828 bis 1873. Aber man sieht eben an diesem Gemälde sehr schön, dass diese Saint-Denis-Kirche all diese sogenannten gotischen Attribute, die per Definition der Gotik eben vorhanden sein müssen, aufweisen. Also man sieht hier das Kreuzrippengewölbe, man sieht auch, dass die Kirche ein Triforium hat
Und man sieht durch diese Obergadenfenster hindurch, also auch die Strebebögen, das hat sich der Künstler nicht nehmen lassen, das also auch noch darzustellen. Auf der folgenden Seite hier sehen wir ein paar Grundrissdarstellungen derselben Kirche. Auf der linken Seite, es steht Reconstruction of Sujets Church. Also das Bemerkenswerte daran ist, dass diese Grundrisszeichnung im Langhaus und auch im Chorraum über ein sechsteiliges Gewölbe verfügt, so wie es von Abt Suger geplant war. Während auf der rechten Seite Current Floor Plan, da sehen wir also ein vierteiliges Gewölbe im Langhaus. Und ich vermute mal, dass dieses sechsteilige Langhaus von Abt Suger geplant oder wie von Abt Suger geplant während oder nach des Baus, nach Baufertigstellung eingestürzt ist, wie viele gotische Kirchen übrigens, und dann in vierteiliger Manier wieder aufgebaut wurde. Möglicherweise liegt es einfach daran, dass das sechsteilige Gewölbe instabiler ist im Vergleich zum vierteiligen Gewölbe. Ich werde da auch noch ein separates Video dazu machen. Hier eine weitere Kirche, die auch zu den sehr frühen Kirchen zählt, das ist die Kathedrale von Sens. Diese Kirchen wurden alle gebaut von eben dem besagten Abt Suger und dann von Heinrich von Sens, Henri Sanglier, ich kann leider nicht Französisch, wie gesagt, und von Godefroy de Chartres. Das ist der spätere Bauleiter von der Kathedrale von Chartres gewesen. Hier zur Vollständigkeit noch der Grundrissplan der Kathedrale von Sens. Man sieht also auch hier sechsteilige Gewölbe. Und eine Innenansicht derselben Kirche, das ist auch die Kathedrale von Sens, auch sichtbar, diese sechsteiligen Gewölbe. Man sieht also, dass per Definition, wenn diese Elemente, die die gotische Architektur definieren, ich nenne sie nochmal, das ist das Kreuzrippengewölbe, das sind die Strebewerke und das ist das Triforium. Wenn man das als Definition zugrunde legt, dann ist sehr wohl der Ursprung der gotischen Architektur in Frankreich zu suchen. Wenn man sich aber ein bisschen davon loslöst und mal die Ursprünge des Kreuzrippengewölbes sucht, Konstruktionsformen, moderne Architektur, dann kann man durchaus zu der Vermutung kommen, dass die Wurzeln der gotischen Architektur nicht in Frankreich liegen und dass die Franzosen auch nicht die Erfinder der gotischen Architektur waren. Soweit mein Vortrag zum Thema die Wurzeln der Gotik. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss.